fliegt. Fortune. To take down Laboos, we need to cripple his fleet. And today's fortune is perfect. We are promised good weather for the next 12 hours. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Eigentlich hatte ich vor, ein Video zu machen, wo es darum geht, ey, was für Secrets gibt es in Skull & Bones, die ihr noch nicht wisst, die ich noch nicht weiß. Bin auf Recherche gegangen, hab so Sachen rausgefunden, wie wer sind die Synchronsprecher oder andere Sachen, die es auf der Map zu entdecken gibt. Und eben auch, was es hier mit dieser Beta auf sich hat. Das hier im Hintergrund ist eine Beta von vor 6 Jahren, von 2018. Und die habe ich mir reingezogen, von IGN ist das Ganze, und geht um die 20 Minuten und da sind mir extrem viele Sachen aufgefallen. Als allererstes können wir direkt mal hier sagen, der Wind ist jetzt auf jeden Fall mal eine ganz andere Nummer, als es noch in der Beta damals war. Mit genauen, wo man genau sieht, ey, wie viel Windfläche nimmt mein Schiff ein, von wo kommt am besten der Wind. Wir sehen später auch nochmal die Karte, da kann man genau sehen, wo die Windrichtungen und sowas herkommen. Also komplett anders. Da rechts neben sehen wir die Knoten, auch ganz anders als es jetzt ist. Doch jetzt, damals kommt man mit R2. Dem rechten Träger gedrückt halten, quasi wie Gas geben. Und hier der Kollege hat immer gesagt, Speed Mr. Mercy, glaube ich. Und die Knoten gehen aber weitem nicht so hoch, wie wir es jetzt haben. Das ist ja auch eine Brigantine, die wir auch jetzt haben. Und ihr werdet es wahrscheinlich wissen, Brigantine macht 18 Knoten. Und hier haben wir was von 10, 11 Knoten. Später macht er noch Ram-Speed, dann geht er hoch auf 12, 13. Aber bei weitem nicht die 18 Knoten, die wir jetzt haben. Wenn wir mal unten links gucken, dann sehen wir die ganze Zeit, wie viel Leben unser Schiff noch hat. Außerdem mit Steuerkreuz oben die Möglichkeit zu reparieren. Außerdem, während ich das erzähle, seht ihr im Hintergrund schon, dass da Fights losgehen. Und genau in der Mitte seht ihr die Waffen und wie diese Waffen angezeigt werden. Die Reload-Time. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass man das ganze Schiff drehen muss, um die Waffen zu justieren. Das ist ja auch jetzt ganz anders. Man kann fast gerade zum Gegner stehen und trotzdem die linken und rechten Steuerbord und Backbord Kanonen auch noch nutzen. Das war damals nicht so. Und seht ihr dieses gelbe Zeichen dort auf dem Wasser? Das bedeutet, ihr könnt das Schiff entern oder auch ihr könnt geentert werden, wenn das bei euch der Fall ist. Dafür musste man nur ganz nah ranfahren, A gedrückt halten oder X wahrscheinlich oder PlayStation. Und man hat diese Animation. Allgemein gibt es richtig viele dieser Animationen. Wir werden da gleich noch ein paar sehen. Es gibt eine Animation zum Reparieren des Schiffes. Es gibt eine Animation zum Ausnehmen von Wracks. Also es wurde sehr viel mit Animationen gearbeitet. Nicht so wie heute mit so kleinen Minigames. Ihr kennt das vom Enter. Muss man solche Enterhaken werfen und dann kommt erst die Animation. Oder bei einem Wrack, was man öffnen kann, muss man ja dieses kleine Spielchen mit diesem Dietrich machen. Allgemein muss man auch sagen, dass der Look komplett anders ist. Klar, man hat die Open World und man hat das Schiff und das sieht alles gleich aus. Übrigens, ich sehe da keine Frauen, aber das war was anderes. Wir haben immer noch die gleichen Shanties wie damals. Man sieht die Crew, man hat das gleiche Aussehen des Schiffes. Es sieht auch so aus, als würde das Schiff sich relativ ähnlich auf dem Wasser bewegen. Ich glaube aber, dass das Movement nach links und rechts, das Drehen, etwas schneller war. Und auch das Anzeigen der Kanonen, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, am Fadenkreuz ist etwas anders. Wenn wir etwas nach vorne springen, dann sehen wir auch einen Fight gegen ein Fort. Und es ist euch bestimmt schon aufgefallen, die Schadenszahlen werden ganz anders angezeigt. Und auch die Level sind viel höher als das, was wir jetzt haben. Wir sind ja aktuell bei Boot Level 12 und Gegner Level 13, 14 und Osten 15 am höchsten. Und hier sehen wir was von 16, 17, 18. Außerdem mit diesem Schutz, den ihr hier seht, ist auch nochmal ein bisschen anders. Und man muss auch sagen, dass es sich sehr viel mehr anfühlt und auch aussieht wie wirklich der damals DLC zu Assassin's Creed Black Flag. Und weniger was mit dem Skull & Bones von heute zu tun hat. Ich glaube auch, dass es sich damals noch ganz anders gespielt hat als heute. Wenn man sich die Beta bzw. das Gameplay von 2018 dort anschaut. Und ich habe sich das Video mal unten markiert und eingefügt in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch ja selber auch nochmal anschauen. Da merkt man schon, dass das Feeling ganz anderes ist. Das fängt bei den Geräuschen an, das fängt bei der hört bei der Musik auf. Ganz andere Musik, die wir jetzt auch gar nicht mehr im Game mehr mit drin haben.
Es ist schon eher darauf ausgelegt, wirklich nur ein Combat-Game auf Wasser zu sein. Und ich bin auch ziemlich davon überzeugt, dass das ganze An-Land-Feature erst sehr viel später mit an Bord gekommen ist, vielleicht vor ein paar Jahren, dass das mit dazugekommen ist und dass das in dem Fall 2018 auf gar keinen Fall schon drin war und vielleicht sogar noch nicht mal in den Gedanken von Ubisoft war. Wir sehen hier gerade zum Beispiel die Animation zum Reparieren wurde unterbrochen. Er muss ein bisschen weiter wegfahren, hat nur noch 5000 Leben. Und Boarding Risk steht da, bedeutet, man könnte gerade selber übernommen werden. Und gleich versucht er nochmal sich selber zu heilen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man nicht wie jetzt diese verschiedenen Medikits hat mit Abklingzeit, sondern wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl an Medikits mit hat, die man pro Durchlauf oder Durchgang, der man auf Wasser ist, nutzen kann. Muss man aufladen, seht ihr auf der linken Seite, geht das einmal da hoch und man heilt sich wieder voll oder fast voll. Finde ich eigentlich besser gelöst als so, wie es heute ist. Außerdem will ich mir noch mit euch anschauen, was passiert, wenn man selber versenkt wird. Das passiert nämlich hier. Und zwar ist das auch sehr viel anders als so, wie es jetzt in Skull & Bones ist. Man wird versenkt, hat eine Animation und sieht dann das Gegnerschiff, wie es wegfährt und hat dann eine Möglichkeit, nicht einfach zu respawnen, sondern ein anderes Schiff auszuwählen. Aber warten wir mal kurz ab, ich will dem Ganzen nicht vorweggreifen, weil es, glaube ich, auch ganz interessant ist, das einmal zu sehen. Klar, Piracy is dead, da hat man sich so ein bisschen mehr noch drauf eingebildet, ey, das Ganze läuft über Piratismus und da werden viele Banner eingefügt und das habt ihr auch am Anfang von dem Video hier, dann wieder Long Live Piracy, ihr habt gerade gesehen, zwei Brigantinen hatte er und jetzt die Fregatte und ist jetzt auch drauf der Fregatte, ein viel, viel größeres Schiff, was wir aktuell nicht in Skull & Bones haben und ihr seht schon alleine hinten raus, ist es so groß wie ein normales Schiff und dann habt ihr nach vorne hin nochmal drei Schiffe, leider sieht man davon nicht allzu viel, außer unten nochmal die Knoten drauf achten und auch wie das Windmuster vom Segel ist und natürlich an der Seite wie viele, unfassbar viele Kanonen es hat. Hier sieht man, das werde ich ein paar Mal loopen. Hier sieht man nochmal die Windrichtungen und die Karte, so wie sie damals aussah, wo man genau sieht, von wo kommt der Wind. Und ich würde auch sagen, das, was ich euch ganz am Anfang eingeblendet habe, ist so ein wenig, dass man sich ein Fortune holen konnte, so ein Segen. Ähnlich wie wir es jetzt haben, wenn man auf einer Insel ist und so ein Feuer entzündet, dass man mehr Ausdauer hat. Denke ich, da gab es mal Überlegungen oder damals 2018 die Möglichkeit, sich einen Segen abzuholen, der einem dann gewogene Winde oder ähnliches gibt. Und das finde ich ganz cool, dass hier auf der Karte man genau sieht, ey, da und da sind die Schiffe, da und da sind Anlegepunkte und da läuft der Wind entlang. Macht es auf jeden Fall sehr viel einfacher, sich selber zu navigieren. Und man kann allgemein sehen, der Wind kommt von Norden und man kann sich darauf einstellen, ey, wenn ich nach Norden fahre, dann ist das schwierig gegen den Wind. Aber wenn ich hier nach Süden fahre, dann müsste ich eigentlich die ganze Zeit Gegenwind haben. Finde ich sehr viel besser gelöst, als es jetzt zum Beispiel heutzutage ist. Ja, von der Fregatte sieht man leider nicht allzu viel Gameplay, aber ich finde es schön, dass damals schon ein Riesenschiff zu spielen gibt. Es gab auch in der Beta oder auch jetzt noch im Tutorial, wo man so ein großes Schiff spielen kann. Aber leider ist es nicht möglich, das im Actual-Spiel zu spielen. Was ich auch noch spannend finden würde, wäre, wenn die gezeigt hätten, ob man hier auch wirklich irgendwelche kleinen Flüsse entlangfahren muss, weil ich auch das Gefühl habe, dass das ganze Manufakturen-Endgame und das Besiegen von Endbossen-Endgame und so erst später dazu gekommen ist und dass das wirklich das Kerngame des Spiels war. Ja, und somit endet dann auch der Trailer von IGN, beziehungsweise das Gameplay von IGN. Und ich fand das ganz interessant, mal so retro-perspektivisch mit euch das einmal durchzugehen. Und ich bin übertrieben gespannt, was ihr zu dem Gameplay von 2018 sagt. Meiner Meinung nach auf jeden Fall mal extrem krass, was sich da alles geändert hat. Auch natürlich über einen langen Zeitraum von 6 Jahren. Aber viel von dem von 2018, wie wir es jetzt haben, ist nicht mehr übrig geblieben. Außer vielleicht die Shanties und das Schiff an sich und die Welt. Aber alles andere wurde im Prinzip nochmal komplett
überholt. Ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das findet oder was ihr damals vielleicht besser fandet, was ihr heute besser findet und was ihr euch wünscht, was es vielleicht damals schon gab, aber jetzt im Game fehlt. Das ist für mich auf jeden Fall die Windanzeige auf der Karte. Das fände ich sehr cool, wenn man das anzeigen würde und vor allen Dingen auch die Anzeige bei jedem Schiff, wie doll da der Gegenwind und von wo der Wind kommen muss, damit man einen perfekten Wind perfekt ausnutzen kann. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow auf dem Kanal freuen, ein Like auf dem Video, wenn euch das gefallen hat und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.